einem anstrengenden Castingtag steigt bei den Kandidaten nur die Nervosität vor der Urteilsverkündung. Ich bin genauso nervös wie vom großen Tennis-Match. Wer vorne liegt, das wird Herr Pocher jetzt entscheiden. In den meisten Fällen ist das aber gar nicht leicht. Und daher berät sich das Kompetenzteam, um keine falsche Entscheidung zu treffen. Als erstes bekommen nun Saki und Oliver ihr Urteil. Ich denke mal, dass ich meinen Job jetzt für die erste Runde gut gemacht habe. Ja, schauen wir mal. Ja, willkommen zur Entscheidung. Saki und Oliver, ihr wollt natürlich dabei sein, wenn wir dann am 6.7. hier gegen Dortmund auflaufen. Aber es kann nur einen von euch treffen. Ja, Oliver, zunächst war ich richtig beeindruckt. Dein Kampfgeist, deine Willenskraft, dein Ehrgeiz, das war wirklich vorbildlich. Dich nenne ich einfach nur Ronaldo. Und ich habe mit einem Augenwinkel so ein bisschen rübergeguckt, was du da für technische Kabinettstückchen drauf hast. Da hast du mir insgesamt sehr, sehr, sehr gut gefahren, hast einen richtigen Bums. Das war eigentlich absolut erste Sahne. Aber wir haben hier ein Trikot, dieses Trikot berechtigt, dazu dabei zu sein. Und wir haben uns entschieden und es wird... Saki. Saki. Du darfst dich ruhig freuen, mein Gott. Glückwunsch. Ich bin überglücklich, also besser geht's gar nicht. Trotzdem vielen, vielen Dank. Im Nachgang ist wirklich nicht zu sagen, dass ich vielleicht hätte vorher ein bisschen laufen sollen. Nun steht auch das Mittelfeld für das Spiel gegen den BVB fest. Diese Kicker haben es geschafft. Nächste Woche dann die Entscheidung. Wer von unseren Wackelkandidaten kommt weiter? Wie sind die letzten Trainingseinheiten gelaufen? Und dann werden wir live aus diesem Stadion senden, einen Tag vor dem großen Spiel. Alle gegen den BVB. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss.